Die Zellmembran umgibt die Zelle. Sie besteht aus einer sehr dünnen, doppelten Schicht aus Phospholipiden. Die wichtigste Eigenschaft der Zellmembran ist die Permeabilität, eine selektive Durchlässigkeit. So stellt sie für große Moleküle eine Diffusionsbarriere dar, während zeitgleich ein ständiger Austausch im Intra- und Extrazellulärraum stattfindet. Die Zellmembran lässt keine Substanzen einfach passieren. Um Austauschvorgänge zu ermöglichen, enthält sie zwischen ihren Fettmolekülen Proteinstrukturen, die als kontrollierter Durchgang dienen. Diese ragen mit dem einen Ende ins Zytosol der Zelle, mit dem anderen in die Umgebung der Zelle. Man nennt diese Strukturen Carrier, Pumpen und Kanäle. Diese Carrier-Proteine transportieren kleine Moleküle. Große Moleküle binden sich an Rezeptoren der Zellmembran. Daraufhin stülpt sich die ganze Zellmembran nach innen und umschließt bläschenförmig das aufgenommene Molekül. Dieses gelangt, umgeben von einem kleinen Anteil der ursprünglichen Zellmembran ins Zytosol der Zelle. Diese Bläschen nennt man nun Endosomen oder Phagosomen. Schließlich verschmelzen sie mit Lysosomen, welche diese Partikel nun spalten. Die entstandenen Bruchstücke werden Teil des Zellstoffwechsels. Dieser Prozess nennt sich Endozytose. Derselbe Vorgang rückwärts, bei dem Moleküle ausgeschleust werden, nennt sich Exozytose.